Ich möchte mit euch als nächstes die doppelte Schaukel und stehende Drehdehnung praktizieren. Dafür steh auf. Die doppelte Schaukel bewegt die ganze Wirbelsäule durch und vertieft den Atem und enthält auch meditative Aspekte. Und wir beginnen erstmal mit der Beckenschaukel. Du stehst schulterbreit, locker, sodass du ein wenig Bewegung im Becken haben kannst. Ich drehe mich manchmal zur Seite, dass du es vielleicht besser filmisch sehen kannst. Du beginnst damit, ausatmend den unteren Rücken rund zu machen, einatmend eine leichte Rückbeuge zu gehen, um ein leichtes Hohlkreuz zu machen, ausatmend die Knie nach vorne, einatmend Hohlkreuz. Und nach hinten schieben, ausatmend, das Schambein heben, einatmend, sinken lassen. Und ein Gespür dafür haben, wie sich der ganze untere Rücken rundet in beide Richtungen. Kannst du dir vorstellen, dass du eine waagerechte Achse durch dein Becken hast, die sich dann sozusagen so dreht, mit jeder Atembewegung. Noch etwas tiefer atmen. Du kannst auch eine Hand auf deinen Bauch legen und so jeden Ausatmen spüren, wie diese Hand sich hebt und einatmen sinkt. Die Hand geht auf den unteren Bauch bzw. den Venushügel. Ein bisschen sportlich dynamisch zu nehmen für einige Atemzüge. Und dann wieder sanft weiter klingen zu lassen. Lass die Unterschaukel weiter schaukeln und lenke die Aufmerksamkeit nach oben. Beginne einatmen, das Kinn nach hinten zu ziehen und ausatmen, nach vorne zu schieben. Den Kopf waagerecht vor und zurück zu bewegen. Einatmen, nach hinten, ausatmen, nach vorne. Du spürst Bewegung in deinem Hals, in der Halswirbelsäule, in der Haut, über der Kehle, in deinem Kinn. Nimmst deine Schultern mit dazu. Und dann die Arme einatmen nach hinten strecken, ausatmen nach vorne strecken. Alles zusätzlich. Ausatmen, das Kinn nach vorne, die Schulter nach vorne, die Arme. Einatmen, das Kinn nach hinten, Schulter nach hinten, die Arme ausbreiten. Nur eine große Bewegung. Viel Bewegung in den Schultern und das Becken dabei nicht vergessen. Ausatmen, unteren Rücken rund machen, einatmen, ein leichtes Hohlkreuz geben. In der Vollversion bist du jetzt einatmend in der Rückbeuge und ausatmend, ist der ganze Rücken rund nach vorne. Bis zum Hals oder Kopf, dadurch, dass er nur nach vorne und nicht geneigt wird, eine Gegenbewegung zur restlichen Wirbelsäule macht. Und noch diese Vollversion, die nächsten Atemzüge, gerne ein bisschen sportlich dynamisch. Und dann wieder sanfter werden, langsamer werden. Die Augen schließen. Und mit jedem Ausatmen etwas total
Schönes vorstellen, der Anblick geliebter Menschen, Kunst, Natur, leckeres Essen. Eine Vorstellung, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Hingebungsvoll, ausatmend, zugewandt. Einatmen, ein bisschen größeren Überblick bewahren, sich ein wenig zurückziehen, ausatmen, wieder ganz hingebungsvoll zugewandt. Für manche ist es eine besonders schwere Übung, eine Vorstellung zu entwickeln, die einfach nur schön ist, die dich lächeln lässt, über die du dich freust. Aber genau darum geht es. Positives Denken in Yoga bedeutet ein positives Denken. Mehr nicht. Keinen Unsinn positiv bewerten, sondern an schöne Dinge denken. Weil das ist auch wissenschaftlich erforscht, stärkt das Immunsystem. Als Kreislauf, der sich besser anpassen kann. Und noch langsamer werden, noch mehr ins Gefühl hineingehen. Und dann nach dem nächsten Ausatmzug zur Ruhe kommen. Im natürlichen Zustand mit geschlossenen Augen verweilen, nichts tun, nichts denken, nicht besonders atmen. Mit dem inneren Beobachter beobachten lassen. Und als nächstes wollen wir die stehende Drehdehnung praktizieren. Wenn du jetzt eine Lieblingsseite hast, zu der du hinschaust, dann kannst du dich erstmal abwenden. Um mit dem nächsten Einatmzug die eine Hand nach hinten zu ziehen, die Augen zu öffnen und über die nach oben geöffneten Handflächen zu schauen. Ausatmen, die Arme schließen. Augen schließen, in dich gekehrt, den ganzen Rücken rund machen, um einatmen zur anderen Seite aufgerichtet nach hinten zu schauen. Okay. Einatmen, aufrichten, ausatmen, in dich gekehrt. Einatmen, den Scheitel zur Decke ziehen, die Arme so weit wie möglich auseinander, die Handflächen waagerecht am Gelenk geschlossen. In mich gekehrt, das innere Kind in den Arm nehmen, den ganzen Rücken rund machen, die Augen schließen. Und so diesen Wechsel von extrovertiert und introvertiert, angespannt und entspannt, Sonne und Mond, praktizieren. Ausatmen die Rundung in deinem Rücken und einatmen die Drehung.
Dann werde langsam in der Atmung, halte die Luft einen kleinen Moment an, wenn du eingeatmet hast. Namaste. Ich grüße das Gleichgestellte.